So, wir haben jetzt einen Tag hier verbracht. Ist richtig geil, das Gelände. Also für uns natürlich super anstrengend, weil wir übelst die Chairsofter sind und das ja überhaupt nicht gewohnt sind, hier die ganze Zeit speedsoft-mäßig rumzurennen. Aber das Gelände ist super geil. Wir sind jetzt hier gerade in der großen Halle in der Mitte auf dem, ja, auf dem großen Gebäude. Der Tom geht mal hier eine Runde rum und zeigt euch mal hier die große Halle. Die Spawns befinden sich derzeit einmal dort und einmal genau auf der anderen Seite. Gehen da immer rum, Mann. Ja. Ihr seht schon, hier sind extrem viele Fahrzeuge. Das ist irgendwie nice, weil man das ja sonst, naja, auf alle Fälle bei uns in Sachsen nie so kennt auf den Spielfeldern. Dort drüben ist der andere Spawn. Das wird alles noch ein bisschen geändert. Die sind noch ein bisschen zu offen. Da kann man noch vom Spielen her reinballern. Das wird hier noch geändert. Hier, der Bus ist also richtig geil, finde ich genial. Aber kann man nicht Busfahrer spielen? Nee, das geht leider nicht. Der Sitz ist leider zugebaut. Das ist ärgerlich. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich Busfahrer spiele. Und ich hoffe, niemand fahrt jetzt die Kamera auf die Kamera. Jetzt. Hier, danke. Aber das habe ich heute noch nie gemacht, denn hier. Nee. Weil du mal abgeschossen wurdest. Hinten sind sogar die coolen Plätze sind noch da. Also die coolen Plätze, wie ihr seht, die sind noch da. Da durfte ich früher in der Schule nie sitzen. Deswegen mache ich es jetzt schnell. Nice. Wie ist das, sich als Großer zu fühlen? Naja, ich fühle mich ja nicht so richtig als Cooler. Ich weiß ja, dass es bloß Fake ist. Die Türen gehen noch zu, wenn man das will, sehe ich gerade. Kann man zumachen. Ja, ich muss raus. Bitte vorne einsteigen. Naja, gut. Was natürlich richtig, richtig geil ist, wenn wir jetzt hier hinter in den Spawn gehen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich glaube, hier sind schon ein paar Leute, die wollen loslegen. Ja, okay, wir sehen es jetzt hier gerade nicht so richtig. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wenn wir jetzt hier spielen, dann habt ihr hier quasi jeweils ein Punktesystem. Also das haben wir heute hier gespielt. Jeweils ein Punktesystem. Wenn du reinkommst in den Spawn, drückst du auf den Buzzer, geht quasi bei deinem Team auf deiner Seite ein Punkt weg. Und wenn dann der ganze Timer auf Null ist, dann ist das Spiel beendet. Ich wollte jetzt spielen hier, ja? Ja. Jo, da verpissen wir uns mal. Ja, sicher. Na, da gehen wir jetzt hoch. Also wir gehen jetzt da hoch. Da oben ist dann Gastrobereich und sowas. Und da kann man auch hier direkt runter aufs Spielfeld gucken. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja, genau, so sieht's dann aus. Das ist übelst überstrahltes Grün. Also ich hab hier wirklich... Das ist weiß, siehst du doch. Ja, das ist weiß, das andere ist orange. Weiß. Also bei denen war gerade eben auf dem Bildschirm das nicht zu sehen. Jetzt. Jetzt geht's quasi los. Die spielen gerade 50-50. Geht los! Und wenn jetzt der erste rausgeballert wird, kommt er hier rein, drückt hier drauf, dann ist quasi auf der Seite dann ein Punkt weniger. Ich werde es jetzt mal nicht drücken. Besser ist. Ich glaube, sonst hassen die uns. Komm ich jetzt im Fernsehen? Komm ich jetzt im Fernsehen? Nein, zurück zur Wochenshow. Kannst du gerne machen. Also wenn du YouTube auf dem Fernseher guckst, dann ja. Das ist. Hier ist jetzt der Anrödelbereich. Ziemlich cool gemacht. Hier ist unser Scheiß hier vorne. Ich glaube, die anderen sind schon weggefahren. Wahrscheinlich. Der Scheiß ist weg. Ich kann nicht zum Zug fahren. Da habe ich dann mehr Platz hier. Ist auch nicht schlecht. Genau, hier ist halt der Anrödelbereich und hier vorne habt ihr dann. Hier ist ein bisschen laute Musik, aber es wird trotzdem gehen. Hier vorne habt ihr dann quasi die Anmeldung und so ein Zeug. Hier könnt ihr dann quasi Waffen ausleihen und euer Geld loswerden. Jo, hier unten wird gerade gespielt, wie man sieht. Aber irgendwie auch nicht. Sind die bis zu 6 oder was? Ne, ich wüsste nicht. Vielleicht hat der Computer doch drüben wieder dumm gemacht. Ja, ist ein bisschen, ja. Der ist ein bisschen komisch. Hier ist quasi der Gastrobereich.
Das, was das Wort sagt. Na, sag doch schon. Das, was das Wort sagt. Warte mal, komm mal hier. Habt ihr was gegessen hier? Nee, nee, wir hatten ja mit. Genau, also ihr habt hier halt diverse Bereiche, wo ihr hier oben quasi einfach dem Spielbetrieb da unten zugucken könnt. Drüben in der Gastro halt könnt ihr euch an die Tische setzen und könnt hier ein bisschen runter gucken. Oder halt dann hier quasi. Drüben wäre dann auch ein Raucherbereich für die nie rausgehen wollen, wenn es mal regnet oder so. Da könnt ihr das alles gleich direkt hier drinnen machen. Genau, ich glaube hier unten geht es jetzt gleich los. Seht ihr halt, also das ist jetzt Nachmittag hier, sind natürlich jetzt schon einige abgereist und so. Deswegen seht ihr kleinere Teams, ist aber auch ziemlich viel geiler. Also wir haben früh, war bloß so eine kleine Kennenlernrunde, da haben wir wirklich alle, die gesamten Leute, alle, die da waren, in zwei Teams aufgeteilt. Und los ging's. Ey, ich weiß, der Tom wird euch ein paar Videoaufnahmen davon einblenden. Also die ich gemacht habe, die kannst du alle wegschmeißen. Ich bin nicht mal aus dem Spawn rausgekommen. Stopp! Mach mal los jetzt. Ich hab jetzt schon den Arsch. Alter! Also ich hab jetzt schon den Arsch gekriegt. Hallo, ich hab den. Am Kopf laufen wir euch. Das war in die vordere Deckung rennen. Da steht einfach jeder Mann. Also bist aus dem Spawn einen Schritt rausgegangen, bist rausgeballert worden. Das war natürlich ziemlicher Quatsch. Es war halt irgendwie lustig, aber es war ganz schöner Quatsch. War wie Battlefield 3 Metro. Hast du nie gespielt, aber genau so, wer das gespielt hat, genau so war das. Genau, nur jetzt geht es hier unten gerade los. Also jetzt ist Fakt ist eins, mit den paar Leuten, die jetzt gerade unterwegs sind, das sieht lustig aus. Das wäre auch eher so meins, weil alles andere, wenn zu viele sind, das ist zu viel rumgerenne, da bin ich raus. Da mache ich lieber auf irgendeinem riesigen Gelände oder so. Aber so, das hier sieht jetzt wirklich genial aus. Ich glaube, das ist gut, was die hier gerade machen. Oh, ich wollte nicht hier im Bild rumrennen. Alles gut, alles gut. Wollen wir weiterziehen zum Shop? Gehen wir zum Shop, genau. Zum Shop. Hier habt ihr den Shop, hier habt ihr diverse Verbrauchsmaterialien und auch Kniften von Paintball-Markierern und natürlich Airsoft. Klamotten habt ihr auch da, Westen. Und was man dazu sagen muss, dass die Preise human sind. Also ich finde es echt nie überteuert. Na, ist ja, im Internet kostet es doch gleich, oder? Ja, das habt ihr denn? Ihr habt es jetzt nicht teurer irgendwie. Drauf, also. Genau. Und man kann sogar eine Karte bezahlen. Ja. Kannst mit Karte bezahlen, wenn du mal wieder kein Geld mitgebracht hast. So, wir sind jetzt auf dem anderen Spielfeld. Hier haben wir noch so ein Speedfeld. Das Problem ist, das ist quasi zweigeschossig. Oben wird aber gerade gespielt. Also die kommen vielleicht auch gleich runter. Das werdet ihr sehen, wenn wir voll in die Fratze kriegen. Genau, hier unten haben sie quasi wie so eine Tiefgarage gebaut, wo man quasi durchgehen kann. Hinten gehst die Treppe runter, hier gehst du wieder hoch und oben ist quasi wie in einer Art U mit, ja, mit Deckungen und alles aufgebaut. Ist ziemlich geil, ist halt. Bitte? Ich will meine Granate. Boah, Alter. Okay, aber spielt hier jemand oder? Nee, okay. Ach so, da ist das. Da spielen die drüben wahrscheinlich. Alles gut, ne? Genau, also offensichtlich spielen sie doch gerade näher. Deswegen können wir mal schnell hier durchgehen durch das Ganze. Genau, also geplant ist hier, wie gesagt, noch zwei weitere Spielfelder draußen und dann quasi nochmal so, dass man dieses große Spielfeld, was sich hier gerade neben uns befindet, dann quasi mit draußen mit verbinden kann.
So, also wir sind jetzt mal oben. Hier wird offensichtlich doch nicht gespielt. Das ist alles drüben in der Halle. Wir können ja mal einfach mal so grob durchgehen. Wenn ihr es sehen wollt, kommt her, guckt es euch hier live an. Ihr habt quasi, wie ihr hier oben seht, das ist quasi dann die Halle hier drüben. Und hier ist sozusagen wie so ein Gang. Dann kann man quasi bis vorgehen hier mit diversen Deckungen. Und auf der anderen Seite von dieser Wand, wie ihr hier seht, habt ihr das gleiche nochmal. Da hat hier diverse Deckungen und könnt sich sozusagen nach vorne arbeiten auf den zwei Ebenen. Ziemlich genial gemacht. Wieso sagt man? Hey, nun verläufst du, also wir sind erst einmal früh, bevor es losging, so haben wir uns ein paar Leute geschnappt, sind einfach mal eine Runde rumgegangen, einfach mal um zu gucken, was ist hier so und so. Also wir haben teilweise nicht ganz genau gewusst, wo befinden wir uns jetzt. Müssen wir ein bisschen hier rausgucken, um quasi an der großen, an der Decke von der großen Halle zu erkennen, wo wir uns gerade befinden. Hier habt ihr halt genau das Gleiche mit den Spawns, mit dem Bildschirm halt und dann dieses System sozusagen. Wird wahrscheinlich noch diverse andere Spielmodis geben. Heute war halt das. Bei der Menge an Leuten war das aber auch genial so. Also wisst jetzt nie, was man hier großartig jetzt mit irgendwelchen Gegenständen finden und so hätte machen sollen. Das hätte sich wahrscheinlich alles bloß festgefahren. Ey, was ist denn das? Geh raus! Arbeit! Arbeit! Geh raus! Hier liegt! Das liegt doch! Ey, du kriegst so viele Abschläge ab, ey! Alles gut. Hit. Einer raus. Gegner oder ist es kein Gegner? Why aren't you shooting? We're not being shot at yet! How can you tell? A hiss means it's close! A snap! Now they're shooting at us! Ist raus, einer. Halt, 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 halt. So, die Öffnungszeiten sind derzeit nur am Wochenende. Aber wenn dann die kompletten Umbauten hier abgeschlossen sind, da wird quasi unten in der großen Halle noch ein bisschen was gebaut. Da werden noch mehrere Etagen auf die Gebäude drauf gebaut und so zum Beispiel. Wenn dann hier alles abgeschlossen ist, dann ist hier Montag Ruhetag und sonst könnt ihr quasi jeden Tag euch hier eure Plätze buchen bei dem Spielfeld. Guckt einfach mal auf der Internetseite vom Hangar 13 nach, bucht dort eure Plätze und dann geht's hier los. Mal zu den zwei wichtigsten Regeln hier. Hier ist 1,2 Joule maximal und kein Mindestabstand. Da ist natürlich besser, wenn ihr euch einen Maulkorb aufsetzt. Falls euch die ganzen anderen Regeln interessieren, dann guckt gerne bei der Internetseite, da steht das alles da. Wenn euch die Regeln interessieren von der... Das ist so dumm, ich komme mir vor, wie als würde ich hier so ein Musikantenstadel-Musikvideo drehen. Wir sind eine Art-Doku. Wir sind hier in einem alten Gebäude. Hier könnte Leonardo da Vinci gewohnt haben. Welche Schätze verbergen sie hier? Na dann, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.